Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mount & Blade Warband. Ja, letzte Folge konnten wir ganz erfolgreich unsere Stadt ist es ja nicht, aber die Stadt verteidigen. Und wir warten immer noch darauf, dass wir den Zuspruch kriegen, dass diese Stadt uns gehört. Deshalb haben wir auch die ganzen Truppen mehr oder weniger aus der Stadt wieder abgezogen. Die Verteidigung ist aufgehoben, genauso wie die Belagerung. Und da wir jetzt jemanden haben, der sich ein bisschen verbessern kann, ach nein, halt. Mein Fehler. Der kann sich nicht verbessern, außer hier ein bisschen, aber da warten wir ja auf den nächsten Attributwert, damit sich das besser verteilt. Gut, nein. Das hat sich soweit erledigt. Aber was wir machen könnten, wir könnten ja mal Ausschau halten nach etlichen neuen Soldaten. Ja, wir sind da ein bisschen sehr dünn besetzt. Ich mache mal gerade noch ein bisschen Ordnung rein, dass ich hier meine Fernkämpfer wieder beisammen habe. Da verliere ich dann immer schnell einen Überblick. Acht Stück. Ah, da unten sind noch 10. Ich habe schon gedacht, ich habe wirklich kaum noch Fernkämpfer. 18 Stück. Ja, das ist wirklich wenig. Dafür, dass wir über 60 Mann in der Truppe haben, müssen wir mal wieder angleichen. Und am besten machen wir das Ganze mit ein paar Rekrutierungen. Ich hoffe, die Nord sind bereit mitzukommen. Und jawohl, können ein paar rekrutieren. Vorräte haben wir eigentlich noch genug für den Anfang. Aber die Trauben sind so preisgünstig. Die Fische geht so, das habe ich schon mal besser gesehen irgendwann mal. Wow, da ist einer reingeritten und hat uns das Ding weggeholt. Na, das soll er büßen. Und das ganze Spiel geht von vorne los. Belagere die Stadt. Halt. So, das ist viel besser von der Stadtbelagerung. Belagern wir nochmal die Stadt, freuen uns drauf. Bereiten wir die Leitern. Oh, 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 das sind viele. Die können echt anstrengend werden, wenn sie einem immer so überraschend auf die Pelle rücken. Jawohl, das habe ich mir gedacht, dass die durch sind. Dann machen wir ganz schnell mal ein paar Jäger draus. Ja. An sich könnten wir jeden Einzelnen noch irgendwie herausfordern und hätten vielleicht mit etwas Glück sogar einen Sieg davon getragen, aber mehr als die Hälfte von unseren Leuten, etwas weniger als die Hälfte. Nee, doch sogar mehr als die Hälfte von unseren Leuten sind verletzt. Das heißt, das ist ein Riesenproblem. Mit einer vollen Besatzung vielleicht. Wie stark ist er? Moment. Oh, hat ganz viele Veteranen, also eher auch nicht das. Ja, wir halten ihn mal auf Abstand. Und mit etwas Glück finden wir hier irgendwann auch Hilfe für uns. Wir haben ja recht viel wieder abgegeben. Kurav weg. Da haben sie uns eingerissen. Hier Sargot weg. Tier weg. Das alles in einer kurzen Phase. Aber wir es nicht verteidigen konnten. Das ist ein bisschen schade.
Aber die Nordier haben das schon gut ausgeknobelt, dass sie uns jetzt angreifen, wo wir kaum Soldaten haben, eigentlich schwach sind und unsere Mitstreiter uns nicht unterstützen können. Die sind halt mit sehr vielen Jals hier unterwegs. Na, geplündert, das ist blöd. Muss ich mal schauen, wo ich meine Soldaten wieder aufstocke. Einmal kurz durchschauen. Gut, Swadien haben wir kein Problem mehr. Das ist schon mal gut. Also, nach Swadien. Ja, super. Der Rodok-König, der hat mal wieder Feierlaune. Und wir verteidigen sein Reich hier im Norden. Waldbanditen, na, mit denen lege ich mich jetzt erstmal nicht an. Die sind zwar keine Herausforderung, aber vielleicht macht doch noch irgendjemand von denen einen glücklichen Treffer und reduziert unsere Truppenstärke. Wäre weniger schön. Da lang. Roten Jäger draus. Jäger kommen nach oben. Die machen wir auch noch einen Fernkämpfer. Dann hätten wir 6, 16, 22, 24, 25 Fernkämpfer. Das sollte eigentlich wieder für den Anfang reichen. Das heißt, alle, die jetzt nachkommen oder nachrücken ins Team, die dürfen dann wieder Reiterei und Infanterie werden. Falls sie denn mit uns mitkommen. Ja, hier ist das ganze Reich zusammengebrochen. Viluca weg. Wir haben nur noch zwei große Städte. Zwei habe ich verloren. Das ist echt unglaublich schlecht gelaufen. Gut, dann bleibt jetzt erstmal nur die Rekrutierungsphase wieder. Und vielleicht können wir hinten bei Kurov wieder erneut einsteigen und uns die Stadt wieder aneignen. Und man sieht, ein paar Orte hat man noch als Freunde, das ist gar nicht schlecht. Nächsten Morgen können wir sie wieder ausbilden, die Leute. Und etwas Geld ist hier übrig geblieben. So, neue Soldatenausbildung. Swadische Miliz. Ja. Mal schauen, ob wir noch Korn habe ich eigentlich genug dabei. Das brauche ich nicht noch extra einzukaufen. Dann ab durch das Reich Vegir. Allerdings fahre ich jetzt lieber durch den Süden. Ich hätte gern ein paar von den swadischen Rittern. Die haben eigentlich ordentliche Schlagkraft. Und wenn es geht, können wir vielleicht im Norden nochmal den einen oder anderen rekrutieren. Weil die Nordinfanterie, die finde ich eigentlich echt gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Irgendwann wollen sie auch nicht mehr mitkommen. Nee, ärgerlich.
Emirin, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Bauern. Jawohl, das ist schön. So, jetzt reicht's aber auch. Wird noch ein weiter Weg bis nach Kurav und hoffentlich können wir da jetzt wieder was machen. Also nicht, dass wir da ewig lang belagern müssen und unsere Feinde sich dann wieder zusammenrotten und uns angreifen können. Wäre eher etwas ungünstig. Ein Graf wird von Deserteuren verfolgt. Aber ich glaube nicht, dass ich ihm jetzt noch helfen kann. Das ist alles nicht so günstig. Sargon müsste ich eigentlich relativ schnell reiten, weil da haben wir die Chance, das Ganze zu erobern, weil sehr, sehr wenig Leute drin sind. Aber momentan streift auch die ganze Patrouille drumherum. Aha, sowas wie der. Feigling, der vor uns wegreitet. Na gut, Kurav kann ich vergessen. Das schaffe ich nicht, wenn da der Jarl auch noch drin sitzt. Nehmen wir Sargot und trainieren nochmal schnell unsere Leute etwas. So, der Rest wird aktives Infanterie, Fußvolk, später Kavallerie. Das hat sich unser Kamerad jetzt ganz gut ausgedacht. Er greift ihn kurz an, wartet, bis wir in der Nähe sind und dann nickt er sich, ha, soll sich doch die Eunkalia drum kümmern. Was er jetzt aber nicht bedacht hat, das werde ich machen. Ah, er bleibt da, okay. Jetzt schnell wieder die Standardformation. Infanterie 10 Schritte vor und die Kavallerie 10 Schritte vor. Und die Infanterie etwas näher aneinander. Oha. Freund und Bogenschütze, du musst mir ganz kurz aus dem Weg gehen. Gepäck, genau. Ich brauche nämlich die leichte Armbrust, sonst wird das nichts. Ihr wisst ja, mit der Belagerungsarmbrust kann man auf dem Pferde zwar schießen, aber sie kann nicht nachgeladen werden. Und da ich ja, wie wir auch gesehen haben, nicht wirklich gut zu Pferde bin, was den Nahkampf angeht. Eieiei, das Ganze muss ich nochmal üben. Vielleicht schieße ich ja so besser. Ja, auch nicht wirklich. Na gut, versuchen wir es damit. Oh, getroffen. Hoppala. Ach, du bist ja einer von uns. Einfach mal hier durchhacken, den vorbeireiten, immer drauf. Ach, geh doch weg. Vielleicht fällt ja auch der ein oder andere um. Oder auch nicht. Ah, nicht festhalten. Lauf, mein Pferd.
Oder als Hosse. Ah. Und drauf. Ja, hey, das funktioniert. Oh, das funktioniert nicht so gut. Immer das gleiche mit den Bogenschützen, die krieg ich nicht gut erschlagen. Oh, das hat auch mal wieder geklappt. Wenn man bedenkt, dass ja unsere Onkalia eher ein kommandierender Anführer, denn ein kämpfender Anführer ist, macht sie das doch gar nicht mal so schlecht. Und jeder erschlagene Feind... Oh, 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 so groß der Haufen. Jeder erschlagene Feind ist ja ein Feind weniger, den unsere Leute bekämpfen müssen. Und einer der weniger, der uns weiter Schaden zufügen kann. Bleib stehen. Oh ja, ja, genau. Bleib stehen, aber auf der anderen Seite des Pferdes, bitte. Nein. Es sind zu viele Bogenschützen jetzt. Da muss man was ändern. Nee, um sie rumreiten, sie irgendwann erschießen kann ich auch nicht. Bis dahin ist meine Truppe im Verteidigungsstadium tot. Na, immer wenn ich gerade schlagen möchte, trifft ein Pfeil. Das ist echt ungünstig. So kriegt man den Gegner nicht besiegt. Oder ich bin zu weit weg. Das ist natürlich noch besser. Eieieiei. Ey, getroffen. Ein seltener. Oh, oh, das hört auf. Das hört auf. Gut, egal. Kavallerie, Marschbefehl, Angriff. Weil ich kann mich jetzt nicht mehr mit dem ganzen Niedersäbeln alleine beschäftigen. Die schießen zu viel konzentriert auf mich. Das wäre unschön. Deshalb sieht gut aus. Der Feind wird relativ gut weggesäbelt. Die Kavallerie kommt jetzt auch dazu. Das bedeutet, der Feind kriegt jetzt langsam Schwierigkeiten, diese launischen Bogenschützen. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zahlenmäßig waren wir dem Feind 2:1 überlegen. Allerdings nur durch unsere Kameraden, die mitgekämpft haben. Wow. Immer mal drüber reiten. Wir müssen jetzt erneut wieder aufstehen. Das gibt unseren Leuten Zeit zum Zuschlagen. Nee, egal wie ich es mache, ich komme nicht wirklich gut zum Angreifen mit der Fernkampfwaffe. Weil wenn ich auch zielen möchte, müsste ich anhalten und anhalten kann ich nicht, dann treffen die mich mit ihren Fernkampfwaffen oder Wurfgeschossen. Und das wäre für mich jetzt aktuell einfach tödlich. Auch gleich ein Ende. Meine Reiterei ist, glaube ich, auch schon hinüber. Komplett. Ja, irgendwie schon. Ja, das funktioniert. Frage mich, wie viele Feinde hier noch rumlungern. Und es
zumindest mal die beiden, aber das mache ich nicht mehr alleine. Ich habe Armbrustschützen und Bogenschützen, die sich dieser Huskale und Veteranen und so weiter annehmen können. Hoppla. Eigentlich wollte ich den da hinten. Aber der Pfeil fliegt irgendwie doch tiefer, als er sollte. So, die erste Hälfte haben wir. Ne, waren sogar alle. Ich lasse ihn mal wieder frei. Man muss ja für die Zukunft schon mal planen. Huskal ist teuer. Bogenschützen nehme ich mit. Oh, ich kann alle mitnehmen. Sehr schön. Ich brauche noch ein paar Scharmützler. So, jetzt haben wir noch ein paar Ritter. Alles in allem brauche ich neue Truppen. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie stark die Stadt jetzt schon verteidigt ist, weil Leute wurden ja jetzt wahrscheinlich unentwegt reingestellt und neu rekrutiert. 60. Vermutlich mal. Alles, was drunter ist, ist eine Belagerung wert. Okay, Sultanat und Belgier haben wieder mal einen Krieg. Ha! Das gefällt mir. Super. Machen wir noch eine kurze Belagerung. Ich hätte ja vielleicht auch die Armbrust wechseln sollen. Jetzt muss es ohne Wechselung gehen. Ja, komm. Sehr schön. Und wenn ich jetzt schon drei. Ja, wollte gerade sagen, wenn ich jetzt schon drei oder vier niedergestreckt habe, dann kann ja nicht mehr so viel passieren. Das müsste dann eigentlich auch schon geschafft sein. Ein bisschen Schätze plündern. So, wir fordern die Stadt wieder für uns. Buchhändler. Mhm. Ah, Schwertkämpfer. Nehmen wir mit. Ich kann ja im Moment wieder jeden Mann gebrauchen. Und wir schieben uns hier in den positiven Bereich. Das war jetzt zwar eine teure Angelegenheit. Vielleicht sogar einen Ticken zu teuer. Aber mir war es das aktuell eigentlich wert. Marktplatz, Waffenhändler. Abgeben von überflüssigem Rüstzeug. Sehr schön. Alles mal ein bisschen aufschieben. So, besser. Etwas Ordnung muss ja manchmal sein. Leider kann ich es mir nicht leisten, aber schön wäre es schon. Waren. Na gut, die haben keine Waren. Das, was die da so rumstehen haben, habe ich auch schon im Inventar. Also können wir erstmal nichts einkaufen. Truppen haben wir geholt. Aha.
Ein neuer Gegner rückt an. Sollten wir vorbereitet sein. Die Scharmützler nach oben dazustellen. Sehr schön. Ja, der will uns angreifen. Oder aber auch die Stadt. Dann warten wir hier eine Weile. Ja, der Graf Talbar, der möchte doch mal zur Verteidigung eilen. Dann kann ich mit meinen Soldaten gleich in seinem Trupp mitkämpfen, aber so funktioniert das nicht. So, gerade gesehen, wir haben nochmal Erfahrungspunkte gekriegt. Dann wollen wir nochmal unsere Truppen aufwerten, befördern. Das war's schon. Irgendwie nicht so schön. Na gut. Gut, müssen wir einfach weiter die Belagerung abwarten. Vielleicht greift er uns schon am nächsten Morgen an. Oh, das ist gut. Er gibt uns auch tatsächlich unsere Stadt Sargot. Dann können wir hier auch verweilen, bis er uns, bis der Belagerer uns endlich angreift. Aber das würde bis zum nächsten Tag noch dauern. Oh, doch nicht. Verzweiflungsangriff von ihm, weil unsere Truppen gerade angerückt sind. Wir müssen mir so eine Bimmel an den Kopf machen, wo es dann immer heißt, okay, du kannst jetzt hier die Armbrust wechseln. Wäre an der Zeit. Schlagen, dann kann ja nicht aufhören. Au, 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 au. Hört doch auf zu schießen. Ich mach das doch im Moment auch nicht. Lass das. Ach, schön. Endlich mal einer, der wieder kämpfen geht, damit die anderen wieder schießen können. Eieieiei, das wird jetzt nicht schön, wenn wir zu viele Verluste auf unserer Seite. Okay, das geht noch. Wenn es so weitergeht, haben wir vielleicht sogar genug Erfahrungspunkte, um nochmal eine Stufe aufzusteigen. Das wäre wenigstens ein kleiner Trost für die vielen Soldaten, die wir hier verlieren. Solange sich keiner von den Feinden umdreht und uns angreift, haben wir sogar eine gute Chance, hier ordentliche Erfahrungspunkte zu machen. Weil beim nächsten kleinen Schubser fallen wir um. Ja, genau den habe ich gemeint, diesen kleinen Schubser. Ah, gut. Wir können noch einmal mitkämpfen, der Feind ist aber so gut wie besiegt. Ich darf mich jetzt nur nicht anschießen lassen. Ja,
Ich glaube, da halte ich mich jetzt mal zurück und lasse das meine Soldaten machen. Wenn die es ein bisschen clever anstellen, kommt kein Feind lebend hier oben an. Jungs, 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 ihr müsst sie schon erschießen. So, der schießt jetzt wieder auf mich, dann müssen wir zurück. Verstecken. Eieieiei. Freunde, das muss besser werden mit euch. Das muss besser werden. Dafür, dass der Feind nur 16 Soldaten mitgebracht hat, macht er bei uns echt lange Stress. So, sauber erledigt. Puh, das war mal wieder eine heiße Runde. Bogenschützen haben was gelernt bei der ganzen Sache. Infanterie. Und hier Pambuskade draus machen. Jetzt kann ich wieder Ritter bauen. Eieiei. Das machen wir so. Na. Wunderbar. Ein bisschen Geld kriegen wir wieder raus aus der ganzen Geschichte. Das war schon. Inventar voll. Dann können wir jetzt gleich wieder anfangen, zu hoffen, würde ich sagen. Hoffen ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt geht. Weil hier kein Kopfgeldhändler ist oder Lösegeldhändler. Hm. Genau. Dann müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir jetzt nochmal zu Platz kommen. Weil wir doch das Lösegeld wieder einsammeln wollen bei den nächsten Kämpfen. Wir sind, glaube ich, mit den Gefangenen schon fast voll. Ja, Ware brauche ich nicht. Garnison. Soll ich hier eine Garnison aufstellen? Sollte ich auf jeden Fall machen. Am besten die ganzen Huskale rein. Da ist noch einer. Der kann auch rein. Rodok Scharfschütze darf hier bleiben. Hier die Nordbogenschützen dürfen mitmachen. Ja, mehr Leute habe ich eigentlich nicht mehr. Das nächste, was ich mache, ist wieder ganz neu rekrutieren. Eieiei, das wird teuer. Gut, aber die neue Rekrutierung kommt erst in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.